Kontrast, Folge 4. Und wir sind im Hotel angelangt und wir müssen hier zum fünften Stock kommen. Was können wir hier tun? R2 in den Schatten. Hier können wir interagieren. Ah, okay. Schauen wir mal, wo das... Kommen wir damit da hoch vielleicht? Wenn wir das etwas tiefer... Ich glaube jetzt... Oh, hoppala. Ich drücke schon wieder falsch. Es steht unten immer. Ich glaube, wir kommen damit hoch, ne? Sehr schön. Wunderbar. So, ich glaube, hier ist der Orb. Genau. Hier ist die Leuchtkugel. 9 von 10. Das heißt, uns fehlt noch eine Leuchtkugel. Dann haben wir das komplette Level gecleared. Wunderbar. Das freut doch das Herz. So, können wir den Fahrstuhl wieder rufen. Machen wir das mal. Damit geht der... Schatten wandert damit wieder ein wenig. Müssen auf jeden Fall in den fünften Stock ganz nach oben. So, jetzt haben wir den Schatten ein wenig geändert. Schauen wir mal, was wir jetzt tun können. Okay, da oben ist eine Leuchtkugel. Ich sehe es gerade. Die Frage ist, was bringt uns das Ganze jetzt eigentlich? Hier habe ich, wie gesagt, beim letzten... Hoppala. Hier habe ich beim letzten Mal schon so ein bisschen... ein wenig gerätselt, wie wir hier weiterkommen. Okay. Hoppala. Drücken wir doch mal den Fahrstuhl nochmal nach unten. Denn der steht ja jetzt oben. Weil jetzt gehen die... Vielleicht kommen wir jetzt nach oben, wenn wir den ein wenig... Da würden wir jetzt dahin kommen, wenn wir den ein wenig runterdrehen. Und den vielleicht... Vielleicht so, aber dann kommen wir da gar nicht dahin. Hm. Ich sag ja, das ist, gar nicht so easy, wie das Ganze aussieht hier. Mein Gott, ich drücke immer falsch. Das gibt's doch nicht. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache. Jetzt hier wieder, aber... Was bringt uns das denn mit dem Fahrstuhl hier? Bringt uns das irgendwas? Ach, da geht der Schatten hier unten auch. Ach so. Ah, da ist auch noch so ein Schatten. Da drüben sehe ich gerade. In der nächsten Etage. So, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir hier einfach so ein paar Stufen bauen, die uns dann dahin bringen. Aber das ist, glaube ich, noch viel zu niedrig. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen sollen, da oben. Okay, das ist Maximum. R2 in die Schattenwelt, damit ich mich nicht wieder verdrücke. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Jetzt kommen wir wahrscheinlich darüber. Uah. So, gucken wir mal. Ja, aber das passt noch nicht. Das passt noch nicht ganz. Aber wie sollen wir denn da hochkommen? Ah, Moment. Könnte das vielleicht sein, dass wir vielleicht von dem Balkon dort oben darauf kommen? Weil wir ja jetzt... Ach ja, jetzt verstehe ich es auch. Ja. Wir haben ja oben die Tür geöffnet. Wir haben ja die Tür geöffnet vom Treppenhaus. Und jetzt kommen wir quasi auch da lang. Jetzt habe ich es auch. Ja. Natürlich. Jetzt kommen wir auch quasi dahin. Das heißt, wir müssen nochmal den Fahrstuhl benutzen. Dass wir den nochmal nach unten rufen. So, wo ist das Treppenhaus? Hier war das, ne? Genau. Und dann kommen wir auch da oben hin. Jetzt macht das auch alles einen Sinn. Deswegen mussten wir auch da die Leuchtkugel quasi benutzen. So, jetzt müssen wir nur natürlich schauen, dass wir hier uns den Weg bahnen. So, das muss dahin. Ne, weil wir ja gleich auf dieser Etage sind. Und der muss quasi dann, ich glaube, irgendwie so... Ich das richtig
Ja, ich glaube vielleicht noch ein klein wenig höher. So, dass es auch passt. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe mal. Also ihr seht schon, wir haben ja jetzt, wie gesagt, Folge 4 mittlerweile schon und ihr seht, es ist ganz schön knifflig jetzt schon mittlerweile wieder geworden. Das reicht noch nicht. Das reicht noch gar nicht. Das müssen da irgendwie da oben dran kommen. Das heißt, wir müssen noch ein wenig, hoppala, werkeln. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Das ist aber schon, die Idee ist schon mal richtig, ja? Die Idee ist schon mal richtig. So, dann gucken wir noch mal, ob das jetzt vielleicht funktioniert. Hoppala. Ja, gehen wir mal auf die andere Seite. Und ich glaube, das könnte. Na, das wird schwierig. Denn darauf zu kommen, wird es, glaube ich. Uah. Okay, wir stoßen uns an der Kante auch oben. Na, ich glaube, das funktioniert so. Uah. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Glaube ich nicht, also. Okay. Dann heißt es schon mal. Der ist auf jeden Fall für da, denke ich mal. Aber wie kommen wir dann? Tja, das kann nie im Leben so richtig sein. Weil wir ja nur auf diesen Balkon dort kommen. Kleinen Moment. Wir kommen. Diese Etage kommen wir auf den. Also muss der ja ein klein wenig runter wieder. Muss der hier hin. So. Und der. Ach ja, okay. Das könnte natürlich sein, dass es. Dass wir da halt durch die Schatten. Durch den Kronleuchter mit X springen müssen. Das kann möglich sein, dass es so funktioniert. Ich hoffe mal. Mein Gott, sind wir schon wieder eine ganze Folge hier. Ah, fuck. Genau das meine ich nämlich. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, mit X war das, ne? Oder? Erst X und dann. Nee, Quatsch. Das ist falsch. Wie war das denn nochmal? Aber da kommen wir, glaube ich, nicht so weiter an dem Kronleuchter. Bin ich zu dämlich? Bin ich. Übersehe ich hier vielleicht doch was? Weil ich meine, das ist schon so, die Taktik, die ich habe, ist definitiv schon mal richtig. Die Frage ist nur, wie kommen wir da? Wie kommen wir da rüber? Hm. Denn das bringt uns ja gar nichts hier, weil wir müssen ja. Da sind wir ja nur drüben auf denselben Balkon wie jetzt da. Das bringt uns überhaupt nichts. Was ist denn nochmal, wenn ich den Fahrstuhl rufe? Okay, der ist jetzt unten. Das gibt's gar nicht, dass ich jetzt so lange hier an diesem Level hänge, wo ich noch so großkotzig gesagt habe, diese Lösung haben wir jetzt gefunden, ja. Aber hier habe ich beim letzten Mal, wie ich schon sagte, gehangen und kam nicht weiter. Das hat was mit dem Fahrstuhl zu tun, glaube ich, weil der Schatten kommt da hinten jetzt etwas runter. Was bringt uns das denn jetzt? Gar nichts. Wir wissen, wir können auf diesen Balkon da drüben. Auf diese Etage hier. So. Okay, der geht eh nicht höher. Und der geht auch nicht höher. Okay. Das kann also schon mal nicht richtig sein, weil das ist nur die Etage für. Das ist quasi nur, um die Tür zu öffnen. Also muss der Fahrstuhl wieder nach oben gerufen werden. Ja? Also so. Also ist das schon mal so vom Ansatz richtig. So, die Frage ist jetzt nur. Wie kommen wir jetzt dort rüber? Ist
Ist das so richtig? Ich glaube, das ist. Ich weiß das partout nicht, bin ich ganz ehrlich. Wie kommen wir denn da rüber? Das ist aber auch nur. Ich würde sagen, dass es von links nach rechts gesprungen wird, aber die Frage ist nur, wie? Probieren das mal so. Man kann ja da nichts benutzen, irgendwie mit drehen und wenden. Dass man da irgendwie mit dem Schatten das Ganze dreht. So, da kommen wir jetzt aber gar nicht hoch. Okay. Tja, wisst ihr was? Ich mache eine kleine Aufnahmepause, gucke mir das mal eben kurz nochmal bei jemand anderen an und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Würde ich sagen. Also, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. Und zwar müssen wir mal eben kurz diese Dinge ausrichten. Denn ich weiß, dass wir etwas hier übersehen haben. Vielleicht haben es viele auch schon unter die Kommentare geschrieben, aber ich habe, wenn ich das Video hier aufnehme, habe ich noch kein einziges Video hochgeladen. Ich versuche das Spiel einfach mal im Ganzen durchzuspielen und dann hochzuladen. Und zwar gibt es hier auf dieser Etage einen Feuermelder, den ich total übersehen habe. Das ist er hier. Weil wenn man den drückt, kann man hier, wenn man sich etwas beeilt. Das schaffen wir nicht. Ich glaube nicht. Oder reicht das schon? Na, das reicht, glaube ich, noch nicht. Doch, oder? Oh, wie cool ist das denn? Aber. Doch, wir haben's. Yeah, wir haben's. Nice. Wir haben's. Genau, das ist, tja, Ziel des, Spiels gewesen, des Rätsels gewesen. Und, ja, jetzt sind wir im fünften Stock der Suiten angelangt. Wenn wir uns ein wenig umschauen, haben wir jetzt 10, hatte ich jetzt richtig gelesen, 10 Orbs. So, jetzt können wir zum Beispiel auch wieder den Fahrstuhl rufen. Ist aber, glaube ich, total unwichtig. So. Wir müssen ihr hier irgendwie Eintritt gewähren. Und das passiert hier. Und, ich würde sagen, wie machen wir das einfach in einer weiteren Folge? Kontrast und, ja, dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge und, bis demnächst. Tschüss.